ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe ja letztens diesen kleinen Hasen aus Wolkenschleim geformt und da hat jemand in die Kommentare geschrieben, ob ich vielleicht mal Wolkenschleim, der schon getrocknet ist, zerschneiden oder auseinanderreißen kann. Ich bin ja auch immer offen für neue Experimente und das möchte ich auf jeden Fall heute ausprobieren. Das möchte ich aber nicht mit meinem Hasen machen, sondern ich habe ja hier nochmal so eine Kugel geformt letztens. Die ist auch jetzt wirklich schon richtig hart geworden, man kann die so ein bisschen eindrücken. Aber die ist richtig fest. Ich glaube, einfach so auseinanderreißen kann ich die schon mal nicht. Beim Hasen fühle ich auch noch mal. Also das ist auch jetzt alles mittlerweile hart geworden. Der Körper, der ist ja am größten. Der fühlt sich jetzt auch noch am weichsten an. Und gerade die kleinen Teile sind ganz fest und hart geworden. Wenn ich jetzt so vorsichtig dran ziehe, da passiert auch nichts. Ich glaube, mit Gewalt könnte ich das hier abreißen. Aber das hält schon wirklich ziemlich fest und ich möchte ja auch gar nicht, dass mein Hase kaputt geht. Und die Kugel, die versuche ich jetzt erstmal auseinanderzureißen. Ich gehe mal hier so mit den Nägeln rein. Oh, das geht wirklich gar nicht. Die ist ganz fest. Dann will ich es einfach mal mit der Schere versuchen. Es geht auch nicht so einfach. So, ich habe schon mal einen kleinen Schnitt reingemacht. Aber selbst jetzt, wenn ich ganz kräftig das auseinanderziehe, kann ich das immer noch nicht auseinanderreißen. Dann versuche ich das mal weiter auseinander zu schneiden. So, geschafft. Von innen sieht man hier die unterschiedlichen Styroporkügelchen. Die haben auch so verschiedene Größen, sieht man jetzt hier. Und dazwischen sind auch ganz kleine Luftlöcher. Und man sieht natürlich überall immer diesen pinken Schleim, aber da ist innen auch nichts mehr weich oder so, sondern alles ist durchgängig richtig hart. Die andere Hälfte sieht genauso aus. Da sieht man richtig, hier habe ich entlang geschnitten. Das sind alles so aufgeschnittene Styroporkügelchen. Von außen sieht es so aus, da sind die Styroporkügelchen noch ganz. Und hier innen sind die jetzt so aufgeschnitten. War auf jeden Fall mal ein interessanter Versuch. So richtig auseinanderreißen kann man das nicht. Ich könnte hier einfach nochmal einen etwas längeren Strang oder so daraus formen und dann versuchen, den auseinanderzureißen, ob das dann funktioniert. Aber so eine kleine Kugel, da konnte ich jetzt nicht genug Kraft aufwenden, um die auseinanderzuschneiden. Und ihr habt gesehen, selbst mit der Schere war das wirklich ganz schön schwer. Ich hoffe, euch hat dieser Versuch gefallen. Es war ein kleiner Versuch, aber auf jeden Fall wieder interessant, finde ich. Vielleicht habt ihr auch noch weitere Wünsche, was ich mit Wolkenschleim machen soll. Soll ich das, was ich gerade gesagt habe, machen? Also einfach nochmal so eine kleine Schlange zum Beispiel formen aus Wolkenschleim und die dann versuchen auseinanderzureißen. Oder habt ihr sonst noch Ideen? Soll ich vielleicht Wolkenschleim nochmal mit irgendwas mischen? Oder soll ich sonst irgendwelche Versuche machen? Gerne einfach alles unten reinschreiben in die Kommentare. Und sonst, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Schaut auch nochmal das Video mit dem kleinen Hasen an, den ich geformt habe. Also einfach nochmal reinschauen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Abonniert auch unseren Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!